Ah, guck mal hier. Guck mal da. Wie geil ist das denn? Ja, hallo. Das gefällt mir. Oh, oh, hier müssen wir Pause machen. Das ist ja geil. Sehr cool. Hier ist natürlich auch echt viel los, ne? Wow. Das hat mir gefallen, Stefan. Das hat mir gefallen. Mit meinem Videothema, das hat sich jetzt erledigt, Leute. Ehrlich, so wichtig ist mir das Thema nicht. Das ist ja geil, ey. Dieser Wasserfall, der ist künstlich. Deswegen läuft er, wenn die wollen, immer. Wenn sie den Schalter ausmachen, ist er aus. Aber cool, ist natürlich echt viel los. Ich habe ja immer noch Fuß. Das heißt, ich muss mal gucken, inwiefern wir jetzt hier rumrennen. Könnte bei mir ein bisschen länger dauern, weil ich bin echt momentan nicht so der Schnellste. Aber nun ja, das ist dann so. Ja, aber es sah cool aus, will ich fotografieren. Herzlich willkommen am Trusetaler Wasserfall. Ja, sieht cool aus, ne? Aber wir müssen ja zum Moped fahren hier. Aber sowas lassen wir uns natürlich nicht entgehen. So, Leute, ihr könnt ja gucken. Truse. Taler Wasserfall. Sehr geil. Also sehr geil. Wenn ich jetzt keinen Fuß hätte, Leute, da wäre ich hoch. Da oben kann man hochkraxeln und dann kann man so ein bisschen, ja, an diesem Flüsschen, will ich mal sagen, so ein bisschen dann entlang gehen und dann zum Ursprung laufen. Der Ursprung, was hast du gesagt? Ein ehemaliges Bergwerk, sowas, ne? Entwässerung vom Bergwerk. Bergwerk ist außer Betrieb gesetzt, aber Touristenmagnet, Wasserfall bleibt an, finde ich cool und ist mal ein Spaß wert hier. Also ich finde es cool, dass der Stefan mich hier hingelotst hat. Ja, einwandfrei. Jetzt gibt es noch ein bisschen geschmeidige Fahrt bis zu einer Skisprungschanze. Ja, muss ich an Winterberg denken. Da haben wir so unsere, will ich mal sagen. Und ja, hoffe, dass ich mit der Kupplung hier keine großen Probleme mehr bekomme, dass das geht. Aber anderes Thema, lassen wir mal beiseite. Stefan, machst einen Blinker aus, haben wir alle was davon. Super. Ja, ist richtig warm geworden, ey. Also, das ist 25 Grad, dann sind es bei mir, brauche ich gar nicht gucken, 26. Ja, bei mir ist immer alles ein bisschen schöner. Nee, es ist heißer und schwitziger. Nee, aber heute, gestern waren sich unsere Temperaturen zeigen unheimlich einig, wie sonst eigentlich auch zuvor immer. Aber heute ist bei mir immer ein Grad wärmer. Ja. Aber ich bin ja froh, dass ich überhaupt in der Lage bin, ein Moped zu haben, wo ich gucken kann. Ja. Bei der Bella kann ich das nicht. Ja. Ja, das Popometer, genau. Wie viel Schweiß läuft runter. Da wurde das Video eklig. Hallo, Kollegas. Ah, ist schon schön hier. Und hier sind viele unterwegs. Also der Thüringer Wald lädt zum Motorradfahren ein. Kann man echt machen. Wir haben heute schon viel gesehen. Wir wissen ja auch nicht, wie viel wir noch die Tage zu sehen bekommen. Wetter. Ja. Aber ich meine, ja gut, aus Zucker sind wir ja nicht, aber wenn es dann richtig regnen würde. Ne? Ach so, der Stefan ist das Problem. Er hat es schon gerade, er hat die Schuld schon auf sich genommen. Stefan hat null Regenklamotten dabei. Ich habe hässliche dabei, aber besser hässliche wie gar keine. aber, ich habe zwei regentaugliche Jacken dabei, Stefan. Ja, da wird dir nur die Buchse nass. genau, jetzt wird das Video wieder eklig, ja. Aber das hat ja keiner gehört. Der Bergwerkeingang. Okay. Da steht aber ein LKW. Da scheint auch noch was. Ne? Irgendwas machen sie noch. Besucherbergwerk, okay. So, jetzt fahren wir hier. Schöne Strecke. Wo geht's hin? Was ist das nächste hier? Steinbach-Heimbach. Okay. Hallenberg. Steinbach-Hallenberg. Okay, nicht, dass ich hier was durcheinander bringe. Ich muss immer dazu betonen, alles was so geografisch ist, ist nichts für einen Duckstyle. Ja.
Falschfahrer und Co. und hast nicht gesehen. Ich verirre mich ja schon mal. Hier sieht man voll die Lampen jetzt hier im dunklen Wald. Ja, ja gut, ich habe natürlich auch noch das Visier, das ist ein bisschen verspiegelte. Ja, mein Licht, ja, die Futura hat ein Hammerlicht. Weil ich habe das ja verglichen mit der Bella. Die Bella kommt da nicht mit. Ja. War auch schon mal überlegen, in die Bella mal ein Glas vorne in den Scheinwerfer zu setzen, was ein bisschen klarer ist. Ja. Sind wohl auch gar nicht so teuer und irgendwie Standard und so. Ja, vielleicht mache ich das mal. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fahre ja eigentlich nicht abends und so. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding. Mit dem verspiegelten Visier möchte man das eh vermeiden und ich tue es auch vermeiden. Aber nun ja. Also hier so eine Tankanzeige ist schon geil, ey. Ja, wobei, es spielt keine Geige, weil bei der Bella, da gucke ich auf den Tageskilometerzähler und da weiß ich genau, was Masse ist. Ja, ja, weil, ne, das probiert man mal ein paar Mal aus. Dann habe ich mal Listen geführt, Minimal- und Maximalverbrauch. Ja, und die Liste ist, die wird dann auch irgendwann uninteressant, weil im Durchschnitt kommt nichts anderes bei raus. Ne? Ja, schöne Kurven, schöne Kurven. Lassen wir das Video noch ein bisschen laufen. Ich hätte jetzt fast gesagt, hier genug gesappelt. Ja, aber ich würde sagen, wir lassen noch ein bisschen laufen hier. Ja. Ja, ja, Stefan, hast du die feinsten Strecken für uns rausgesucht, ne? Ja, Asphalt, da muss man sich die schönsten Stücke raussuchen hier, wo man fährt. Das ist schon okay. Kein Problem, ne? Ja, 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 jetzt kommt wieder Rechtskurve, die mag ich doch so. Ja, doch, mag ich. Ich muss mal in ein Kurventraining und mein Rechtskurvensyndrom. Ja, wobei, mein Problem sind ja die Linkskurven. Dann ist ja ein Linkskurvensyndrom, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, ey. Dass ich da, das wollte ich ja schon mal angehen. Muss ich auch irgendwann mal machen, ey. Aber nicht heute. Nicht heute. Strahlend blauer Himmel, ey. Ach, du könntest dir vorstellen, zu wissen, wo wir sind. Das ist ja nett. Sehr nett. Und hier endet dieses Video, weil Stefan keine Ahnung hat, ja, und der fährt uns jetzt ins nächste Schlamassel. Und wer das sehen will, der muss jetzt warten, ja, weil nächste Woche kommt auf diesem Kanal ein neues Video. Was wir dann machen, wo wir sind, was wir gucken, sehen wir mal, ja. In der Zwischenzeit würde ich euch empfehlen, beim Stefan, beim Talk Club auf dem Kanal vorbeizugucken. Da könnt ihr euch nämlich wunderbar die Zeit vertreiben. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne abonnieren, wenn auch nicht geschehen. Und macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, darauf eine schöne Woche und dann sehen wir uns wieder. Ciao.